das war wirklich schon, das war einfach überragend. Ich würde es immer wieder tun. Also alle Mitarbeiter, die wir hier haben, haben fest daran geglaubt, mitgearbeitet. Die Familie stand immer dahinter, hat den, sozusagen den Rückhalt gebildet. Das Event war einfach bombastisch, mega großartig. Also man hat selten sowas Tolles erlebt. Das war super positiv. Die Menschen kamen aus der ganzen Welt. Es gab super Feedback, super Möglichkeiten, dass wir neue Produkte entwickeln und auch hier produzieren können. Nach dem Event, vor dem Event. Mein Name ist Marcel Göbel. Also mein Name ist Laurence Fourichon. Ich bin Julia Göbel. Mein Name ist Elias Brockmann. Ja, Alexander Botner. Hi, ich bin Elias Göbel. Mein Name ist Samuel Brockmann. Ich bin der Geschäftsführer, CEO von der Göbel Group. Ich arbeite im Vertrieb Frankreich, im Backoffice. Ich bin der Azubi bei der Firma Göbel, Kaufmann für Groß- und Außenhandel. Ich bin 23 Jahre und komme hier aus Erkrath. Ich bin die Ehefrau von Marcel Göbel. Ich bin zuständig für Produktentwicklung und Marketing bei der Göbel GmbH. Appointed als Leiter für den WRC, ja, für die Organisation. Hab mitgeholfen, die Produktionsmaschinen zu restaurieren, alles schön blau zu machen, wenn sie noch nicht blau waren vorher. Die Leute, die kamen ja hier hin. Ich habe ja alle persönlich begrüßt am Eingang. Und schon, wo sie morgens rein sind und diese Gesichter zu sehen, dieses, aber was kommt jetzt? Ne? Ich denke schon, dass das sehr wichtig ist für die Branche. Der World Mobility Congress wurde zum ersten Mal von uns initiiert, ausgedacht. Und wir sind sehr, sehr zufrieden. Wir haben, glaube ich, das Maximalziel sogar überperformt. Aber hier sehr viele Leute waren, die wirklich Ahnung davon hatten, interessiert daran waren und wirklich Bock darauf hatten, die Sachen kennenzulernen. Teilnehmerzahl unserer Kunden, dass alle so bereit waren, auch so eine Strecke auf sich zu nehmen. Hopefully you enjoy everything and yeah, let's have I would say party or let's have the riveting Congress. Thank you. Ich bin überrascht, wie viele Leute hier sind. Tolles Event. Visiting the World Riveting Conference and finding it very interesting with a lot of cool topics. The event is amazing and it's so interesting to know every client and where they come from. Ich danke, dass ich heute hier sein durfte. Geilste Event aller Zeiten. The event is perfect. Thank you very much. Sie machen das ganz großartig und ich freue mich, diesen Weg weiter begleiten zu dürfen. Lieber Herr Göbel, alles, alles Gute. Dass er auch diesen Schritt gemacht hat und gesagt hat, nein, er schwimmt ja auch immer so gegen den Strom. Ne? Es gibt einfach wenig Hersteller in Deutschland und Europa in dem Bereich. Blindniete, sortiert, made in Germany und das ist ein Gesamtkonzept. Und das ist von der Kundschaft, sag ich mal, sehr gut angenommen worden. Jetzt in so einer Zeit eine Produktion nach Deutschland zu holen, ist einfach nur... Das ist halt so ein Highlight auch, ne, wo man sagt, wow. Wir sind einfach da komplett neu und das gibt uns einfach als schon bekannte Marke, aber einfach mit einem neuen Aspekt der Produktion gibt uns einfach komplett neue Möglichkeiten und eine komplett andere Nachverfolgbarkeit der Vormaterialien und ja, Kontrolle über das Gesamtprodukt. Das Interessante bei uns ist und das Positive bei uns ist, dass wir einen anderen Weg gehen und uns entschieden haben,
die Produktion nach Deutschland zu holen und hier in Deutschland zu produzieren. Das ist natürlich eine positive Sache für die Arbeit in der Firma, für den Standort unserer Firma und natürlich auch für die Produkte. Und wir möchten den Markt damit revolutionieren. Das, was Marcel mit seiner Crew da jetzt aufbaut, ist eine tolle Geschichte, dass er seine Produktion von China da nach Europa bringt. I'm Mike Green. I'm at the World Rivet Congress. This is an unbelievable event. Marcel, Julia, Elias, unbelievable people. This is just awesome. Wish you all were here. Happy to be here in Germany. It's been wonderful being part of the planning process with Alex. Hallo, ich bin Fabian Wessendorf. Ich arbeite hier in der Produktion. Hier im Hintergrund sehen Sie die Nagelpressen, womit wir die Nägel für unsere Nieten herstellen, beziehungsweise wo Draht zugeführt wird zu einer Presse, wo mit einer Zuführung die Drahtlänge, die Form des Kopfes und die Abrisskante bestimmt wird. Hallo, ich bin Robin Tönnesmann, Produktionsleiter von Göbel am Standort in Erkrath. Wir befinden uns gerade in der Produktionshalle und haben quasi hier im Hintergrund die Maschinen am Laufen, die Aluhülsen herstellen per Doppeldruckverfahren, wo quasi vom Draht bis zum fertigen Alunit der Prozess stattfindet. Hallo, ich bin der Gunther und hier bei der Firma Göbel verantwortlich für das Entölen, Waschen und Trocknen der aus der Produktion kommenden Hülsen und Dorne. Was wir gleich sehen werden hier im Hintergrund ist das Waschen in der Vibrationstrommel von Hülsen. Hier kommen die gereinigten Aluminiumhülsen zum Entspannen, Glühen in den Ofen. Mein Name ist Marco Holstein. Und das ist jetzt eine unserer Komplettieranlagen mit Revolversystem, welche Niete komplettiert. Diese Anlage verheiratet Niethülse mit Nietdorn. Das ist eine unserer optischen Sortieranlagen, welche mittels 4 Kameras, die alle Parameter des Niets kontrolliert und nicht passende rauswirft. Fertig. Ihr habt alle unsere Produktionssteps bisher gesehen und hier wird das finale Produkt landen. Wir befinden uns hier bei Spezialbaustoffe in Oberhausen, einem Fachmarkt für die technische Isolierung, einen der vielen Standorte, wo wir unsere Göbel-Produkte vertreiben. Für Made in Germany Produkte oder Made in Germany Blindnieten kommt vorbei oder besucht uns auf unserer Webseite.
Yeah, thank you for all the products, and we're going to keep buying them. Have a nice day. And I like this event very much because I can network with everybody and I see the latest innovations within the fastening industry. This event is really good for us because we had a chance to check all our new capabilities of Gabriel, so everything here was really nice for us. Wir haben jetzt, sag ich mal, sehr viel Kraft und Zeit investiert in die Automationstechnik. Wir haben zum ersten Mal Robotertechnik präsentiert oder Maschinen mit automatischer Zuführung, Setzprozesskontrolle, abgerundet natürlich zu dem, was wir hier in der Firma Göbel produzieren. Das von Rohmaterialien zum fertigen Produkt wird hinterher mit all den Schritten. Und vor allen Dingen die Maschinen, die wir selber dafür aufbereitet und gekauft und aufgestellt haben und die ganzen Sachen, die da drumherum dazu geführt haben, dass im Endeffekt so ein fertiges Produkt dabei rauskommt. Das ist schon beeindruckend. Und natürlich, dass alle Maschinen ohne Probleme durchgelaufen sind und dass du eigentlich nur so begeisterte Gesichter gesehen hast. Nicht die neuen innovativen Produkte wie zum Beispiel der Roboterarm, aber auch einfach die Blindnieten, die hier in Erkrath hergestellt wurden. Weil darauf haben wir eigentlich auch hingearbeitet. So, das war ja unser größtes Ziel. So, dass alles vernünftig läuft, wir kriegen vernünftige Teile aus den Maschinen raus und zeigen, woran wir in den letzten 2 Jahren gearbeitet haben. Been working on coming out with a new larger diameter, stronger pulling power battery tool for larger diameter, originally for structural rivets, but it will also be able to do 2-piece pin collar assemblies. Was mich wirklich beeindruckt hat, wo ich jetzt mal was zu sagen kann, war einfach die neue Ghostbuster, so nennen wir die ja. Und es war sehr interessant zu sehen, dass da auch so ein junges Mädchen die da setzen kann. Das fand ich sehr toll. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Marcel Schwartmanns. Ich bin Geschäftsführer der Schwartmanns Maschinenbau GmbH. Wir stellen seit mittlerweile 60 Jahren Blechbearbeitungsmaschinen her, die wir in die ganze Welt versenden. Wir sind hier bei Göbel eingeladen, um unsere Maschine zu präsentieren und unseren Todor Gajanovic von Sheet Metal Workshop zu unterstützen, indem wir geometrische Formen mit unserer Laserschneidanlage UltraCut auslasern und der Todor die ganzen Teile nachher zusammenbaut und zu einem schönen Göbel-Logo zusammenfügt. Ja, hallo, ich bin Todor von der Sheet Metal Workshop und ich bringe hier natürlich, was der Marcel Schwartmanns vorher erwähnt hat. Mit der UltraCut ausgelesen sind diese Buchstaben und ich habe das dann in Form von Rohrleitung zusammengestellt. So. Die Frage, wie wurde der Kupferdraht erfunden? Da gibt es eine Anekdote, nämlich 2 Schwaben haben eine Pfennigmünze gefunden. Ja.
Also viele neue Gesichter, natürlich auch viele bekannte Gesichter. Für mich speziell ist der Umgang mit so vielen Kunden und auch Lieferanten natürlich und Interessenten ist natürlich neu und das war schon sehr aufregend. Es war auf jeden Fall wieder gut, alle mal zu sehen, Leute, die man sonst nicht jeden Tag sieht, dass man einfach mal wieder zusammenkommt, sich unterhält, Ideen austauscht. Also da kamen auch einfach neue Ansätze, was wir vielleicht auch neu entwickeln könnten, was Kunden von uns gerne einfach von uns hier lokal aus Erkrath oder aus Deutschland beziehen würden. Es gibt einfach neue Möglichkeiten und der Austausch ist einfach tausendmal besser als über Telefon oder Teams. Also es ist einfach, der persönliche Austausch ist immer wichtig. Die richtigen Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es war top, wenn ich das mal so sagen darf, ohne jetzt mal anzugeben. Ne? Aber es war schön. Es war richtig schön, das auch mitzuerleben. Weil ich habe gehört, dass es halt ganz großartig angekommen ist bei den Kunden. Es war eine tolle Stimmung über die Tage hinweg. Und der Abend natürlich, der Freitagabend mit der Party, das war natürlich dann nochmal unser aller Highlight auch und das war fantastisch. Und wir haben, sehr, sehr, sehr starkes Fachpublikum gehabt, mit dem wir dann am Freitag auch noch eine große Feier veranstaltet haben. Am nächsten, letzten Tag dann noch das Golf. Ich glaube, runter kann man die Sache nicht machen. Also der WRC 2024 hat komplett neue Akzente gesetzt. Wir haben hiermit etwas hervorgerufen, was es vorher noch nicht gab, also den sogenannten Wissenstransfer. Wir haben Einkäufer, Techniker, auch Marktbegleiter da gehabt. War schon geil, also überall eigentlich nur gut gelaunte Gesichter, gute Gespräche gehabt, neue Leute kennengelernt, also war echt top, gut gelungen. Das mitzuerleben, ne? Also der Marcel ist so ein Visionär und manchmal kommt er mit tollen Ideen und man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Und ich glaube, er hat uns allen mal so ein bisschen in seinen Gedanken reinblicken lassen, indem er das hier alles irgendwie auf die Beine gestellt hat. Natürlich mit seiner tollen Truppe im Rücken, ne? Das ist ja keine One-Man-Show. Aber das dann zu sehen, was seine Gedanken und wie er sich das alles vorgestellt hat, das bildlich zu sehen, das ist schon wie so ein Künstler, finde ich. Ich bin mir sicher, dass dieses Event absolut dazu beigetragen hat, dass die Branche nur noch mehr auf Göbel aufmerksam geworden ist. Es ist natürlich eine Riesenspannung da im Vorfeld, wenn man das vor allem zum ersten Mal macht. Ob das dann auch alles so gelingt, wie man sich das vorstellt. Und wir haben eigentlich am ersten Abend, da haben wir so richtig gespürt, dass eigentlich keiner nach Hause gehen wollte. Also die Atmosphäre war riesig gewesen, freundlich. Alle untereinander sind prima klargekommen. Es gab keinen Unterschied, ob es jetzt der Arbeiter gewesen ist, ob der Verarbeiter, der Einkäufer, der Chef vom großen Vorstand. Also alle zusammen haben harmonisiert und das war doch sehr, sehr toll anzusehen. Ich freue mich, dass so viele Leute zum Event gekommen sind, dass es so vielen Leuten Spaß gemacht hat, dass viel Feedback dazu zurückkam, auch mit Rückfragen und mit weiteren Artikeln in Fachzeitungen, mit Entwicklung von neuen Produkten. Also großes Interesse auch an den Vorträgen, an den Videos, die gedreht wurden. Also ich denke, das war für die Industrie an sich
super hilfreich und interessant. Und viele haben schon gefragt, wann das nächste Event kommt. Und müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das planen. Ich bin zufrieden. Es war eine sehr stressige Zeit, aber durch die harte Arbeit, denke ich, haben wir alle im gesamten Team dann auch gesehen, dass was Positives bei rausgekommen ist. Und kann eigentlich nur noch mal Danke sagen zum gesamten Team und alle, die mitgearbeitet haben an der Sache, für den tollen Einsatz. Ja. Ich denke, abschließend kann man sagen, dass wir es auf jeden Fall wieder tun werden. Ich glaube, dass die große Bestätigung oder das Commitment haben wir alle im Dr. Thompson bekommen. Ich bin selber sehr, sehr glücklich, dass die Kunden einer Vielzahl aus 20 Nationen also angereist sind, was wir im Vorfeld auch nicht gedacht haben, dass die Resonanz so riesig geworden ist. Und dass zum Schluss, sage ich mal, die Bestätigung auch gekommen ist von allen Seiten, dieses halt wieder zu tun.